Spreche, das ihr in der Videoüberschrift gelesen habt, und zwar Schule oder Weltreise, ein sehr interessantes Thema, möchte ich noch kurz darüber sprechen, wer ich eigentlich bin. Ich bin die Mayra und ich bin 14 Jahre alt und ich habe 6 Halbgeschwister, 5 Halbschwestern und einen Halbbruder. Und eine kurze Einladung zum Thema: Meine Mama möchte ihre Kinder nicht in die Schule schicken. Sie hat insgesamt 5 Töchter, eine davon bin ich. Und dann halt noch meine anderen 4 Halbschwestern. Genau. Und sie möchte die halt eben nicht in die Schule schicken. Da hat ja jeder seine eigene Meinung. Und jetzt geht es halt bei mir gerade so darum, für wen ich mich entscheide. Blöd gesagt, weil. Also, meine Mama will ja weg, weil man hier in Deutschland ist ja Schulpflicht und das geht ja nicht anders. Und mein Papa bleibt hier und der schickt auch seine anderen 2 Kinder in die Schule. Beziehungsweise der eine ist schon in der Schule, die andere ist noch zu klein. Und ja, jetzt möchte ich zu dem Thema was sagen, und zwar, wie ich mich entschieden habe. Es war auch gar nicht so eine einfache Entscheidung, da ich natürlich gerne, ich bin jetzt in der 9. Klasse, beziehungsweise habt ihr jetzt dann in 2-3 Wochen beendet. Schau mal schnell aufs Datum. Heute ist der 14. Juli. Genau. Wir haben gerade Tanzkurs in der Schule. Also eigentlich gar keine richtige Schule mehr. Ich würde mega gerne die mittlere Reife, den Abschluss machen. Und bei meiner Mama könnte ich halt mitkommen und auch Videos machen. Ich mache sehr gerne Videos. Ich habe auch 2 andere Kanäle, auf denen ich schon Videos gemacht habe. Und ich habe einfach Lust, auch über hier meine ganze Geschichte, das ist ja eine spannende Reise auch für mich, Videos zu machen. Und da gab es natürlich viele Argumente dafür, viele dagegen, was ist besser, was ist da. Und ich würde sagen, wenn ich hier in Deutschland bleibe, muss ich zur Schule gehen. Ich glaube, das ist, also ich würde ja gerne in die Schule gehen, habe ich ja gesagt. Einerseits würde ich dann meine Mama nur in den Ferien sehen und dann müsste ich erstmal zu ihr hinkommen. Und wenn sie weiß, wo ich ist, keine Ahnung, in Bali, da kann ich da nicht einfach in den Pfingstferien oder so mal kurz dahin fliegen oder irgendwelche Ferien, die nur eine Woche lang sind. Das wäre natürlich blöd für mich, wobei es auch nur ein Jahr wäre. Außerdem würde ich da meine Mama nicht mehr sehen und ich glaube, in dem Alter, wo ich jetzt bin, ist das relativ wichtig noch. Ja, genau. Und dann, das waren jetzt eigentlich die Hauptgründe, würde ich jetzt sagen. Und wenn ich halt mitkomme, wenn ich nicht mehr in Deutschland bin, ist es ganz schön krass, weil ich sehe meine Oma und Opas nicht mehr, die hier in Deutschland wohnen. Meine Hälfte der anderen Familie, also mein Papa, der ihre Freundin und Geschwister. Und natürlich meine ganzen Freunde sehe ich nicht mehr in der Schule. Ich kann auch nicht mehr in die Schule gehen, aber ich kann keine Videos mehr machen. Was ich sehr schade finden würde. Wobei das natürlich ist. Es gibt immer irgendeine Möglichkeit. Also klar würde ich irgendwie noch Filme machen. Wahrscheinlich nicht diesen Kanal, aber halt andere. Genau. Und ich habe mich jetzt dafür entschieden, mitzukommen. Ja. Und ich bin total happy, dass ich mich jetzt endlich entschieden habe. Es war echt nicht einfach. Ich habe mehrere Wochen überlegt. Und ich habe vor kurzem noch mit meinem Papa drüber gesprochen. Und da hat er seine Meinung noch zu mir so gesagt. Und jetzt bin ich echt sicher und zum Schluss gekommen, dass ich mitkomme. Für meinen Papa und für meine Mama ist es beide okay. Meine Freunde wissen es auch und mir fällt es echt schwer, auch von der Schule runterzugehen. Vor allem, weil man so einen Wunsch hat, den Mittelschulabschluss, heißt der so, mittlere Reife, zu Ende zu machen. Aber ich glaube einfach, dass es gerade für mich so besser ist. Und es ist ja jetzt dieses nächste Jahr erstmal. Und ich kann nicht schauen, wie es ist. Und wenn es mir nicht gefällt, kann ich ja immer noch wieder hier nach Deutschland kommen. Genau, einfach ruhig durchatmen.
Okay, ich denke jetzt mal, viele von euch da draußen fragen sich jetzt, ja, wie ist denn das überhaupt? Kann man nicht einfach hier weg? Und das ist tatsächlich nicht so einfach. Wir sind gerade noch dran, für mich eine Schulbefreiung zu bekommen für ein Jahr, eine Beurlaubung. Oder man meldet mich von der Schule ab, wobei ich dann, wenn ich wieder in die Schule komme, muss man das Ganze wieder durchführen. Also da wieder anmelden und da, bis ich wieder in die Schule halt so reinkomme. Und deswegen wäre es das Optimale jetzt für mich, dass die Schule mich ein Jahr beurlaubt. Und ich glaube, das klappt oder hoffe. Und genau, meine Schwester ist nächstes Jahr, also im September, fängt die Schule ja wieder an. Da ist sie natürlich auch wieder schulpflichtig, das heißt, sie muss in die Schule gehen. Aber Mama will ja nicht und deswegen müssen wir wahrscheinlich auswandern, beziehungsweise erstmal auf Reisen gehen. Genau. Und ich bin schon richtig gespannt, wohin es geht. Und ich freue mich aber auch richtig. Und ich glaube, das wird ein aufregendes Abenteuer. Und ihr dürft jetzt hier auf diesem Kanal dabei sein. Und ich teile jetzt mit euch meine Wünsche, meine Sorgen, meine Ängste, meine Freude, mein, keine Ahnung. Genau. Und ein Ziel für mich ist auf jeden Fall dieses, also das nächste Jahr, praktisch das nächste Schuljahr, da gehe ich in die Schule zu gehen, trotzdem den mittleren Reife-Schulabschluss zu schaffen. Und ja, dazu mache ich aber nochmal ein extra Video und ich hoffe nur, dass das klappt, weil das wäre echt ein großer Traum für mich, selber sich darauf vorzubereiten. Und natürlich ist es auch schön, wenn ich einem anderen so sagen kann, hey, das habe ich geschafft. Und man kann sich auch selber auf den Abschluss darauf vorbereiten. Genau. Ja, also jetzt, das war alles soweit zu dem Thema Schule oder Weltreise oder Reisen. Und ja, soweit wisst ihr jetzt Bescheid und wir sehen uns im nächsten Video und mal schauen, was da dann kommt. So, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Und bis dann. Tschüss.